Also, Katrin Sven. Katrin, über dein Pferd kann ich sagen, dass er insgesamt noch nicht durch den Körper fließt. Ne, also wir haben noch so einen Break im Fluss. Es ist so, dass alles, was du an treibenden Impulsen in ihn hineingibst, weil er leider im Moment, ist ein bisschen abgestumpft. Wir müssen ihn wieder wacher machen. Er ist wie in so einer Glocke, er ist da so drin und muss ja recht viel machen, muss viel treiben. Treibst ihn dann gegen die stehende Hand, was ihn dann zusätzlich bremst. Und manchmal bist du ein bisschen, rücklastig, mir fällt das Wort nicht an, das normale deutsche Wort. Also ja genau, rücklastig irgendwie im Sitz, ein bisschen in der Rücklage. Das bremst ihn zusätzlich, das heißt, wir müssen irgendwie hinbekommen, dass wir es ihm auch leichter machen, indem du dich leichter machst, indem du ihm alles leichter machst, dich mit dir zu bewegen auch, indem du also seine Bewegung, die er vorgibt, die er hat, weil er ein Pferd ist, die er so haben muss, dass du die begleitest mit der Hand, dass die Hand nicht mehr steht, sondern seine Nickbewegung begleitet, damit er irgendwann sagt, hey komm, wir bewegen uns zusammen, wir bewegen uns gleichzeitig gleich, ich muss mich nicht gegen dich anbewegen und dann kriegen wir nochmal ein ganz anderes Niveau hin.